Ich freue mich auf drei spannende Gäste bei mir auf der Couch. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich darf vorstellen, rechts von mir sitzt Jörg Vespermann. Er ist der Präsident vom Power of Wrestling, POW nennt man das. Schön, dass du da bist. Das muss ich leider revidieren. Ich war der Präsident und es gab bei einer Veranstaltung im Laufe des letzten Jahres so einen kleinen Disput, wo man mir die Präsidentschaft entrissen hat. Aber ich bin der Geschäftsführer von Power of Wrestling. Warte mal, warum? Da können wir auch gleich beim Thema mal einsteigen. Warum bist du nicht mehr Präsident? Ja, weil jemand in einem Kampf, den ich mit einem Direktor von Power of Wrestling hatte, ganz einfach verloren habe. Es wurde ein Match angesetzt, ein Stellvertreterkampf, 2 gegen 2, ein Teamkampf. Und dann wurde leider ein Hamburger unfair und ist so, dem gegnerischen Team übergesprungen und hat dann meinen übrig gebliebenen Wrestler, so auf die Matte gehauen, dass er verloren hat. Und somit ich meinen Titel. Sogar das trägt ihr so aus? Ja. Ich dachte, dein Präsident muss heutzutage gewählt werden und nicht durch einen Kampf. Das war ja auch so. Und beim Wrestling ist es halt so, dass man so etwas im Ring austrägt. Okay. Und ich hole mir den Titel wieder. Ganz einfach, das sieht man schon an meinem Shirt. Mein ist die Rache. Mein ist die Rache. Und es dauert nicht mehr lange. Dann ist also dieser Titel wieder mein. Einen Titelträger, den haben wir auch bei uns im Studio. Chris Raber ist Profi-Wrestler, Champion, Weltmeister. Und ich habe, was ich sehr, sehr interessant fand, du hast natürlich einen sehr, sehr speziellen Kampfnamen. Ja, The Bambi Killer. Beim ersten Mal denkt man, ich dachte wirklich als erstmal an Bambi. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wofür steht eigentlich der Bambi Killer? Ja, ich habe diesen Spitznamen oder Kampfnamen bekommen, als ich mit dem Wrestling-Training begonnen habe, mit 15 Jahren. Und da war ich eben ganz dünn, der Jüngste mit Abstand. Und die ganzen Veteranen, die wollten mich da gar nicht so haben, weil die haben gesagt, du brauchst zuerst mal ein Body und werd mal 18, 19 und so. Ja, aber ich war immer der Erste beim Training, der da war, der Letzte, der gegangen ist. Und irgendwann meinte einer von denen, was willst du hier? Das Einzige, was du vielleicht besiegen kannst im Ring, ist ein kleines Reh. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es eine gute Idee, mich einfach Bambi-Killer zu nennen, weil das ist ein Name, den hörst du, aber den vergisst du nicht. Und jetzt mittlerweile, jeder sagt zu mir Bambi, also mein Sohn, meine Frau, meine Mutter, alle sagen Bambi zu mir. Und ist halt ein ausgefallener Name, aber man merkt sich den Namen. Definitiv. Den wird, ich glaube, den sollte man auch beibehalten, vor allem, weil er sich auch, glaube ich, in den Köpfen der Menschen befestigt. Jetzt natürlich der Herr außen, das ist Thorsten Thiele. Mhm. Er ist zuständig für PR, in diesem Fall Public Relations, Pressesprecher, Marketing. Meine erste Frage an dich, lieber Thorsten. Früher bin ich mit Wrestling groß geworden. Ja, in den 80er und 90ern gab es die ganz, ganz großen Kämpfe. Ich weiß noch, da sind wir mitternachts, waren wir noch auf, um dann, damals gab es noch WWF, später wurde es umgeändert in WWE und so weiter und so fort. Da waren die ganz großen Stars. Und in Deutschland war auch in den 90ern so eine Blütezeit des Wrestlings. Ja. Hat sich das verbessert, verschlechtert? Was hat sich da verändert in den letzten so 20, 30 Jahren? Also früher war es ja so, dass zum Beispiel Hannover auf dem Leon Schützenplatz ein Turnier teilweise bis zu 80 Tage gegangen ist und war sehr erfolgreich. Und da gab es das Fernsehen, die WWF, noch gar nicht so richtig, weil da hat sich keiner für interessiert. Und das war natürlich sehr publik. Und da hat auch Herr Vespermann eine Menge mit sich dazu erzählen. Da war er nämlich als Kind früher auch. Mhm. Ich kenne es auch aus meiner Jugendzeit noch so ein bisschen. Allerdings war ich mehr so angrenzend. Denn durch das Fernsehprogramm ist es ein bisschen abgebrochen, dann ist es eher weniger geworden, die Turniere sind da eher weniger geworden. Und durch Herrn Vespermann sind wir ja dabei, das Ganze wieder aufzubauen und sind mittlerweile an der Stelle auch wieder sehr stark am Markt. Und durch das Fernsehprogramm hat sich alles geändert in den letzten Jahren. Wenn man über Wrestling immer in letzter Zeit oder in den letzten Jahren hört man immer sehr viel vom Käfigen. Ja, immer dieses negative Image. Oder ist anders.
Ist man selber vielleicht auch schuld daran, dass das Image ein bisschen auch darunter gelitten hat? Warum gibt es ein schlechtes Image? Warum? Weiß nicht, weil es dann immer ganz groß auf der ersten Seite einer Zeitung steht, wo es dann gerne verpönt oder negativ dargestellt wird. Man darf es natürlich jetzt nicht mit MMA verwechseln. Das sind ja die Käfigkämpfe, die bei Mixed Martial Art tatsächlich durchgefochten werden. Das hat mit Wrestling überhaupt gar nichts zu tun. Das darf man natürlich auch nicht verwechseln. Bei uns gibt es auch Käfigkämpfe. Ich wollte gerade sagen, ich würde da gerne was dazu sagen. Ja. Aber schlechtes Image, warum? Den POW-WM-Gürtel habe ich auch im Käfig gewonnen, letztes Jahr in Österreich. Und ja, es ist halt bei so einem Kampf, das Risiko der Verletzung ist natürlich noch höher. Ist ja klar, ich hatte da auch eine Platzwunde, aber das kann eben passieren. Das ist halt einfach so. Das ist im Sport so, es kann beim Fußball oder Eishockey, egal, es kann immer irgendwie was passieren. Es ist aber jetzt nicht die Gewaltverherrlichung, das ist ja Quatsch. Also die Zuschauer kommen ja auch hin, mit der Erwartung unterhalten zu werden. Natürlich wissen die auch, dass es auch mal härter sein kann, aber das ist auch die Faszination. Also in Deutschland gibt es ja da mit Jugendschutz eher Probleme, in Österreich haben wir das gar nicht. Also bei mir war mein Sohn auch dabei mit 6 Jahren, war der Erste dann bei mir, der mir gratuliert hat. Und deswegen, also es ist halt kein Schachspiel, es ist kein Tischtennis. Es ist natürlich, der Körperkontakt ist ja da, aber das ist eben Wrestling. Also, Wrestling, so, ich wollte es ja nochmal angeschnitten haben, weil das ja bei uns ja in Deutschland ja immer ein bisschen schwierig ist, weil das gern auch vermischt wird. Mhm. Ja, darum geht es ja eigentlich. Am 16. Mai könnt ihr natürlich den Bambi-Killer auch live erleben. Ich mag das Ding. Bambi-Killer, finde ich süß. Hat irgendwas Süßes, passt zwar nicht optisch zu dir, aber hat was Süßes. Der Bambi-Killer könnt ihr live sehen am 16. Mai in der Großen Freiheit in Hamburg. Und an dieser Stelle muss auch eine Sache erwähnt werden. Liebe Freunde, es gibt ja im Moment sehr viele Absagen bezüglich Veranstaltungen. Alles ab 1000 Personen, ist ja so, ne? Ich weiß nicht, während wir diese Sendung aufzeichnen, kann sich das wieder verändern. Aber falls am 16. Mai die Veranstaltung nicht stattfindet, am Tag der Aufzeichnung findet diese noch statt. Also bitte das Ganze beachten und gerne auf der Website könnt ihr natürlich die Informationen bekommen. Ihr müsst einfach nur auf power-of-wrestling.de, powerofwrestling.de, da werdet ihr natürlich geupdatet und da kriegt ihr die restlichen Informationen. So, Bambi-Killer, Chris Raber ist Champion, aber am 16. Mai musst du, glaube ich, keinen Titel verteidigen. Da geht es um was ganz anderes, oder? Das ist richtig. Am 16. Mai findet die Europameisterschaft statt. Leon van Gasteren, der Titelträger, trifft auf Michael Kovac aus Österreich. Die haben schon eine lange Geschichte. Also die haben immer wieder gekämpft. Einmal gewinnt der, einmal gewinnt der. Nein, Interkontinentalmeisterschaft ist es. Muss ich mal korrigieren. Interkontinentalmeisterschaft. Zwischen, um den kämpfst du dann? Nein. Nicht? Leon van Gasteren und Michael Kovac. Okay. Ja. Die beiden werden sich das ausmachen, wer im Endeffekt dann den Titel tragen kann. Beide sind sehr erfahren, beide über 20 Jahre dabei. Ich selber bin im Teammatch. Es gibt auch eine komische Situation. Carsten Kretschmer aus Hamburg findet das gar nicht so gut, dass der Lokalmatador. Ja, genau, dass Power of Wrestling nach Hamburg kommt. Und er hat das kritisiert. Und wir kommen ganz einfach, weil wir besser sind. Ja. Es kam diese Nachricht. Gibt es diese Rivalitäten zwischen den Städten echt so stark? Anscheinend schon. Aber es kam diese Nachricht von ihm. Und ich würde auch mal sagen, also Jörg Westermann hat eigentlich gesagt, gut, wenn, dann kann man das ja eh nur im Ring austragen. Genau. Ich stelle ein Team, du stellst ein Team und dann sehen wir ja, wer Hamburg dann wirklich dominiert und beherrscht quasi. Und da bin ich sehr gespannt. Ich bin natürlich in Jörgs Team, wie auch Alofa, der Cousin von The Rock, Dwayne Johnson, mit 190 Kilogramm der schwerste Teilnehmer an diesem Kampfabend und James Mason aus England. Einer der besten Techniker, die es in Europa überhaupt gibt. Da kommen wirklich auch richtige namhafte Menschen aus den USA, wird da eingeflogen, oder? Ja, natürlich. Da kommt. Oh. Da gibt es Action ohne Ende, so wie steht fest.
Wenn man also in so einem Ring steht, ja, und man hat dann bereitet sich mental auf so einen Kampf vor, kann man das? Also wie bereitet man sich auf so einen Gegner vor? Ich meine, du weißt jetzt, du sagst, hey, da ist der Lokalmatador, ja, und der Carsten Kretschmann, Hamburg zu Hause, Hamburger Jung, sagt, du, es geht ja nicht. Bereit, kann man sich auf sowas mental vorbereiten oder sagt man, naja, schauen wir mal? Ja, definitiv. Also muss man ja auch, so wie in jedem Sport, man muss sich ja auf den Gegner vorbereiten. Gezielter ist es bei mir bei einem WM-Kampf, weil dann gibt es eben Videostudien und dann sucht man sich auch Trainingspartner oder Trainingsgegner, inwieweit man das halt so nennen will, aus, die optisch von Größe, Gewicht ähnlich sind oder vom Kampfstil ähnlich sind. Mein Training speziell sieht sowieso immer so aus, dass ich mit einem frischen Mann in den Ring gehe, mit dem bin ich 5 Minuten im Ring, der geht raus, dann kommt der nächste frische Mann, 5 Minuten, der geht raus, dann kommt der nächste frische Mann, 5 Minuten und so weiter. Das geht bis zu 40, 45 Minuten und das ist für mich die beste Vorbereitung. Also dazu kommen eben, wie gesagt, die Videostudien von Kämpfen des Gegners und ja, auch die Erfahrung. Ich bin jetzt 22 Jahre dabei, habe 1600 Kämpfe bestritten in 46 Ländern. Die Erfahrung ist natürlich da, würde ich mal sagen, mit das Wichtigste. Und aus dieser Erfahrungsreihe haben wir ein paar Bilder mitgebracht. Die können wir gerne unseren Zuschauern schon mal zeigen. Da sieht man dich nämlich wirklich in Action und in diesem Fall sogar gegen 2 Gegner. Mit Verlaub, ist es gegen 2 einfacher oder schwerer? Ich weiß nicht, ich konnte es nicht einschätzen. Nee, einfacher ist es definitiv nicht. Dieses Match ist eben angesetzt, das ist ein sogenanntes Triple Threat Match. Eben 3 Leute gleichzeitig im Ring. Das heißt aber. Aber komischerweise waren die anderen beiden immer gegen dich. Ja, wahrscheinlich, weil ich da die größere Gefahr war, glaube ich. Ich weiß nicht. Der eine ist aus Puerto Rico, der andere aus Samoa. Und ja, da will jeder gewinnen. Es ging da auch um den WM-Titel damals. Mhm. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, war ich auch Titelträger. Ist das? Nee, hatte ich nie. Gehört das dazu, dass man auch mal, das kenne ich von früher jedenfalls, von Wrestling-Veranstaltungen, sehr oft außerhalb vom Ring? Das passiert natürlich, ja. Klar, also, aber hat man da nicht Angst, dass man vielleicht noch einen Gast mit verletzt oder so? Nee, aus Versehen, hier, ich hau dir mal einen. Ja. Auf die Rübe? Ne? Ja, also die Angst habe ich selber schon. Also erste Reihe will ich nicht sitzen bei dir. Ja, die Angst habe ich selber schon auch, ja. Aber sowas ist noch nie passiert. Also die Zuschauer, die da wirklich erste Reihe, zweite Reihe sitzen, die gehen ja sofort auch aus dem Weg. Es ist ja auch nicht wirklich erlaubt. Also es ist ja nur 10 Sekunden lang erlaubt, den Ring zu verlassen. Also, und dann müsst ihr auch wieder rein, ne? Natürlich. Wir haben ja auch noch Sicherheitskräfte, die da vor Ort sind. Und sobald es ein bisschen eng wird, dann räumen die auch die rein, ne? Also, wenn es wirklich losgeht und einer rausfällt, dann stehen schon welche. Sieht man leider jetzt nicht. Die sind gut abgedeckt gewesen, aber die sind schon parat. Und sobald irgendwas passiert, dann gehen die schon hin, weisen an, geht an die Seite. Ihr müsst jetzt aufstehen. Also, da sind auf jeden Fall immer welche da, die aufpassen. Okay. Wobei das den Zuschauern aber auch extrem gut gefällt, wenn die dann wirklich mitten im Geschehen sind. Das muss man auch sagen, ja? Wenn die dann wirklich daneben stehen und dann hören, wie das klatscht und wie die Körper da aufeinander prallen, das finden die meisten eigentlich ganz toll. Ich kann mir das auch vorstellen. Ja? Mittendrin statt nur dabei ist original bei Wrestling. Dieses aktuelle Buch, ja, die Rückkehr der Tradition einfach mal machen, gibt es. Kann man auch im Buchhandel bekommen, oder? Ja, natürlich. Ganz einfach, da könnt ihr auch mal die Geschichte des Power of Wrestling mal nachlesen, nachschauen mit tollen Texten, tollen Informationen und mit spannenden Bildern auch. So aus der Geschichte, die ersten 5 Jahre. 5 Jahre, weil POW gibt es seit 2013. Richtig. Also 7 Jahre, das verflixte 7. Jahr ist es hoffentlich nicht. Die Hoffnung, ne? Habe ich das also das nächste Buch ja mit einer noch größeren Auflage, naja, rauskommt, ne? Ja, das ist sehr gut. Wie ist denn überhaupt POW entstanden? Ich meine, diese Vorreiter waren ja mal diese amerikanischen Wrestling-Organisationen, damals WWF, dann WWE. Und dann gab es, die waren auch sehr viel in Europa unterwegs damals, noch in den 90ern, gab es ja regelmäßig Touren. Und dann kamen ja irgendwie so peu à peu immer die deutschen Veranstalter um die Ecke. Mhm. Ist es eigentlich einfach, heutzutage so eine Wrestling-Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Braucht man viel Kapital oder, keine Ahnung, strömen die Leute gleich in Massen, 10.000 zu euch? Es ist natürlich immer noch so, dass die WWE in Europa veranstaltet, weltweit.
Und das ist natürlich bedingt durch das Fernsehen für einen Fan, was Wrestling angeht, das Größte, zu einer WWE-Veranstaltung zu gehen. Weil das sind die Menschen, die Wrestler, die man wirklich wöchentlich im Fernsehen sieht. Und die möchte man dann natürlich gerne auch mal live erleben. Ein Undertaker und die Größen, ne, die man im Fernsehen dann sieht. Bei uns ist es halt etwas familiärer, will ich schon sagen. Denn der Abstand vom Ring zu unseren Zuschauern, zu den Fans, beträgt maximal 2 Meter. Das heißt, wer in der ersten Reihe sitzt bei uns, ist wirklich in der ersten Reihe. Nicht wie bei großen Veranstaltungen anderer Promotions, gerade aus Amerika, wo du denn Abstände hast von 20 Metern. Du bist also ganz dicht dran. Das, was Chris schon vorhin gesagt hat, wenn ein Wrestler halt mal aus dem Ring fällt, ist er unmittelbar vor dir. Du spürst seinen Schweiß, du spürst die Wärme von ihm. Das ist wirklich etwas anders, als wenn ich bei so einer großen Veranstaltung bin. Ich würde es schön finden, wenn bei uns bei einer Veranstaltung 10.000 Fans kommen würden. Dann könnte ich manchmal besser schlafen, weil wir leben natürlich vom Ticketing. Wir müssen Tickets verkaufen. Und das ist dann natürlich wirklich auch schwierig, weil man die dementsprechenden Hallen benötigt. Und das wirtschaftliche Risiko ist natürlich sehr groß. Und die Werbung, die man heute betreibt, wenn ich Fernsehpräsenz habe, ist natürlich wesentlich besser, als wenn ich wie beim Zirkus plakatiere und die Leute nicht erreichen kann. Und da muss man halt viel machen. Und darum ja auch wichtig, Thorsten Thiele, der sich Gedanken darüber macht, welche Werbemedien gibt es, wie kann ich über Facebook, Instagram oder sonst wie arbeiten, dass also die Fans zu uns kommen. Aber ein Strömen, die Zeit ist eigentlich vorbei. Das ist auch in Europa mit der WWE vorbei. Es gab mal früher in Hamburg Turniere, die gingen 40, 50 Tage auf dem Heiligen Geistfeld. Und da war jeden Abend das Zelt brechend voll. Aber auch noch bevor die WWE bekannt wurde in Deutschland. Mhm. Also es gibt ja schon eine große Tradition vom Catch and Wrestling in Hamburg, in Hannover, in Bremen etc., auch in Österreich. Da, aber damals gab es nur 3 Fernsehprogramme. Ja, genau. Ja. Aber es war nicht deine Motivation, oder die WWE oder WWF war nicht deine Motivation zu veranstalten. Nein, absolut gar nicht. Sondern eher das traditionelle Catchen, was du ja in deiner Jugend auch kennengelernt hast. Also passiert ist das ja, Mensch, da war ich, glaube ich, 8 Jahre. Und da habe ich das erste Mal in Hannover vor dem Zelt gestanden und durfte nicht rein. Das heißt, ich wollte diese Wrestler sehen und da gab es nur die Möglichkeit, sonntags um 15 Uhr zum Training zu kommen. Das heißt, man hat dann den Wrestler beim Training zugeguckt. Und dann hat man halt wirklich gewartet, bis man dann 14 war und mit dem Vater und Mutter dann zum Catchen gegangen ist. Das war ja der Vorläufer eigentlich vom Wrestling, ist ja das Catchen. Und das wird auch immer noch in diesen Hochburgen wie Hannover und auch Hamburg auch immer noch so genannt. Weil diejenigen, die älter sind, können mit dem Begriff Wrestling gar nichts anfangen. So, und diejenigen, die jünger sind, sagen, was ist Catchen? Mhm. Also es ist so eine komische Situation im Moment, wo wir sind. Ne? Wenn man jemand anspricht in Hamburg, Catchen, ja, Heiligen Geistfeld, ne? Super, da war ich früher immer als Kind. Ne? Oder in Hannover, ne? Wrestling, das ist das Amerikanische, das wollen wir nicht gucken. Es ist eigentlich das Gleiche, ne? Nur der Begriff ist anders. Wie muss man das denn marketingtechnisch heute eigentlich aufziehen, Thorsten? Wenn wir sagen, es gibt schon diesen Generationsunterschied, was Wrestling, Catchen anbelangt. Na gut, die Kommunikation halt. Ne? Wir kommunizieren wirklich fast auf allen Medien das Catch-Wrestling. Manchmal wird es zusammen auf einer Ebene präsentiert oder mal mehr in den Medien mehr mit Catchen benannt oder mehr mit Wrestling. Also es ist immer so schleichend, dass es immer so ein bisschen übereinander geht. Geht ja auch technisch gar nicht anders. Wie willst du die denn individuell begeistern, die Menschen, je nachdem, was die kennen? Wir hatten schon mal darüber diskutiert, ob wir es nicht nur Catchen in Hannover nennen. Da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, Jörg. Da sind wirklich zu viele jüngere Leute, die können damit nichts mehr anfangen. Und die können da vielleicht keine Verbindung herstellen. Also müssen wir so eine Kombination zwischen Catchen und Wrestling machen. Wenn es nach mir geht, würde ich es eher nur noch Wrestling nennen. Weil ich kenne auch den Übergang vom Catchen zum
Wrestling durch meine Eltern, die waren früher auch immer in Hannover auf dem Schützenplatz. Und nach einer Zeit hatte meine Mutter irgendwann gesagt, wir gucken uns das mal im Fernsehen an. Und schon ist es schleichend abgesagt, das, was wir noch im Fernsehen gesehen haben. Mhm. Und das ist eben halt die Gefahr daran. Deswegen bin ich immer der Meinung, dass man es auch weiterhin Wrestling nennen soll. Aber da Jörg aus der anderen Generation kommt, haben wir das immer noch so ein bisschen übergeworfen, dass das ineinander übergeht, ich oder? Ich bin für Catch Wrestling. Ja, Catch Wrestling, sage ich doch. Also ich bin dafür, dass ihr das jetzt im Ring aus, dass ihr das, wir tragen das in Hamburg Ring aus, genau. Am 16.05. werden wir das tun. Er hat gesagt, du bist alt, nur mal so zur Info. Ist sowas Provokation und dann zieht man schon jemanden in den Ring? Das ist Provokation und ich werde mir da auch Sachen einfallen lassen für den netten Herrn. Also, so einfach kann man einen Kampf herausfordern. Power of Wrestling am 16. Mai in der großen Freiheit. Los geht's, glaube ich, um 19 Uhr. Ne? 18 Uhr ist, werden die Tore geöffnet und um 19 Uhr starten die Kämpfe. Als kleines Update für euch. Natürlich, während wir diesen Aufruf starten, müsst ihr daheim natürlich wissen, dass wir die Sendung voraufgezeichnet haben, weil unser Gast extra aus Österreich, nämlich nach Hamburg, eingeflogen ist, heißt im Umkehrschluss, es kann auch sein, dass wie auch immer. Ich weiß es nicht, aber ich will es nicht herbeireden, herbeibeschwören, sondern wir hoffen, dass wir uns alle im Mai sehen. Denn dann wird nämlich Chris da sein und kein Titel verteidigen. In diesem Falle wird er noch einen neuen, Nummer 10 vielleicht. Ist es so? Bräuchte ich. Ich will die 10 voll machen, aber... 9 hast du ja. Ich habe 9. Gibt es eigentlich, wenn man 9-facher Weltmeister ist, so ein Lieblingsgürtel, jetzt mal unabhängig vom POW? Ja, ist ja okay, klar, dass dann, er das sagt. Aber gibt es sowas, Frage, wo man sagt, ja, der Gürtel hat auch vielleicht auch emotional einen besonderen Wert, weil der Kampf so besonders war oder wie auch immer? Ja, doch, irgendwie schon. Also ich habe ja WM-Turniere gewonnen in Nigeria als Beispiel, ja. Dieser Titel ist mir schon sehr viel wert. Aber ich habe auch WM-Turnier gewonnen in Kuwait, in Dubai und in Katar. Den in Katar habe ich leider verloren, war aber 1301 Tag Champion, unbesiegt. Und den würde ich auch gerne wieder zurückgewinnen. Und im Oktober habe ich dann die Chance, den zurückzugewinnen. Aber ich habe noch einen anderen Titel. Das ist der EWA-WM-Titel und den habe ich in meiner Heimatstadt zurückgewonnen. Das war auch was Besonderes, weil da habe ich alle Titel gesetzt zum damaligen Zeitpunkt. Wie jetzt? Alle? Alle gegen diesen einen. Und der Gewinner bekommt dann alle Titel. So war das damals. Der Winner takes it all, ne? Und das war unfassbar, weil die Halle komplett voll war. Wir hatten über 1600 Zuschauer in der Halle. Wahnsinnsstimmung. Und ich habe dann auch den Titel gewonnen, was für mich so auch so bis dahin so ein Highlight meiner Karriere war. Weil eben Freunde und Familie auch da sind. Ja, das war schon schön. Aber es gibt halt... Es sind alle Titel, Gewinne sind natürlich klar, wichtig. Und der POW-Titel ist nicht nur einer der schönsten, der auch aufgestellt bei mir zu Hause im Haus steht. Ja, wahrscheinlich ist auch wirklich der POW-Titel dann der, der nochmal bei allen Titeln ein bisschen was draufsetzt. Am Ende des Tages habe ich gerade nur überlegt, wenn du sagst, Familie und Freunde waren dabei. Und dein Sohnemann ist wie alt? 7. Jetzt. Und der guckt sich deine Kämpfe an? Ja, sehr gerne. Guckt er wirklich nicht weg? Doch, also es kann auch passieren, dass er mal, ob er mal so guckt, weiß ja, nicht. Ja, es kann auch passieren, dass er mal die Halle verlässt. Das passiert schon mal. Wie ich diesen Titel gewonnen habe in Österreich, wie vorhin gesagt, im Käfig und gleich eine Platzwunde hatte, ist er dann auch gegangen. Aber war auch der Erste, der wieder da war und mir gratuliert hat und mir um Hals gefallen ist. Ja, jetzt war ich in Katar und da gab es einen Livestream von Katar. Und natürlich hat er sich dann auch den Kampf, den WM-Kampf in Katar live angesehen. Hand aufs Herz, würdest du wollen, dass dein Sohn Wrestler wird? Ah, es würde mich sehr stolz machen, definitiv. Er trainiert ja auch schon fleißig. Ich habe in Österreich eine Wrestling-Schule und ein Fitnessstudio zusammen. Und da ist er auch mit mir mehrmals in der Woche und geht in den Ring und übt zu rollen und zu fallen und die Seile zu laufen. Und probiert auch seine Freunde zu motivieren, mitzukommen. Und das gelingt ihm auch ganz gut. Die sind da alle sehr begeistert. Müssen natürlich dann auch feststellen, dass eben diese Bretter sehr hart sind und die Seile sehr hart sind. Mhm. Und dass der Ring halt kein Spielplatz ist, sondern dass der ist dazu da, um zu trainieren. Aber ja, wenn er das machen würde, würde mich das schon stolz machen, ja. Jörg, du hattest ja am Anfang erzählt gehabt, mit was für einer Faszination du beim Wrestling warst. Ja, damals hieß es noch Catchen, ja, kurzer Einwurf. Ne? Und was
Was ist denn die Faszination am Wrestling? Ist es diese nennen wir es mal jetzt martialische Auseinandersetzung? Ist es etwas, was vielleicht ein bisschen härter ist als Boxen? Weil am Boxen ist es ja am Ende nur die Fäuste, aber während beim Wrestling fliegst du durch den Ring. Obwohl, es kommt drauf an, wenn Klitschko dich getroffen hat, ist auch durch den Ring geflogen. Aber das ist eine andere Story. Aber nur einmal. Ich kann mich da nochmal an eine Kombination erinnern. Als junger Mensch habe ich mal vorm Fernseher gesessen, morgens um 4, weil dort ein Wrestler, Inoki, einen Kampf hatte gegen einen Boxer, nämlich gegen Muhammad Ali. Echt? Ja. Und da bin ich morgens mal um 4 Uhr aufgestanden, habe mir das angeguckt. Das war nicht so kompatibel. Es gab zu viele Regeln, was der Wrestler nicht machen durfte. Und der durfte, keine Schläge. Durfte nichts machen. Und dann passt aber dann ist der Boxer, glaube ich, überlegen, oder? Theoretisch, oder? Es ging unentschieden aus. Ja. Aber Inoki war nur am Boden, hat nur getreten die ganze Zeit, weil alles andere durfte er ja nicht. Ja. Er konnte nichts machen. Und das ist so, ich bin damals als junger Mensch infiziert worden, halt mit dem Virus, was das Catchen angeht. Ganz einfach zu sagen, Mensch, das ist das, was ich gerne mal machen würde. Und ich bin damals in einen Ringerverein eingetreten in Hannover und wollte eigentlich immer Wrestler werden. Aber es gab zu dem damaligen Zeitpunkt keine Möglichkeit zum Trainieren. Mhm. Heute gibt es in Hamburg eine Wrestling School, in Bremen, in jeder großen Stadt. Also heute gibt es Möglichkeiten. Ich hatte es damals nicht. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gesagt, ja, okay, dann wirst du irgendwann einmal Veranstalter werden. Und ja, das ist der jetzige Stand. Wrestling habe ich mir so... ja, nicht mehr auf die Fahne geschrieben, tatsächlich aktiv im Ring zu stehen. Denn was ja eben gerade gesagt worden sind, die Bretter, die Welt bedeuten, sind sehr, sehr hart. Ne? Übrigens gerne eine Einladung, das mal auszuprobieren. Was? Hier in Hamburg. Große auf die Bretter Freiheit, zu fliegen. 36. Über den Ring zu testen. Wo ist das Problem? Ja. Ne? Einfach mal zu sagen, ich möchte es gerne mal spüren. Ich bin viel zu von Chris Raber ganz einfach mal auf die Bretter geschmissen zu werden. Das ist ja schon eine Stufe höher. Haben wir ja mit dem Radiosender mal gemacht. Es war ja mal ein Moderator da, der wurde mal so ein bisschen durch den Ring geschoben. War sehr spannend, ja. Ich muss aber noch dazu sagen, also ich habe ja wie gesagt eine Wrestling-Schule. Jetzt überlege ich, ob ich das auch mal mache. Ja, na bitte. Gerne. Siehst du? Kriegst auch eine kleine Einweisung. In meiner Wrestling-Schule da kommen ja laufend neue Gesichter, ja? Auch mit jedem Background, also vom MMA, Boxen, Judo, vom Türsteher und keine Ahnung, was nicht alles, Ringer. Und die unterschätzen das alle, weil die erste Trainingsstunde, da ist noch gar kein körperlicher Kontakt mit irgendjemand. Mhm. Und die meisten müssen da abbrechen, egal von welchem Background sie kommen. Die am härtesten sind und am zähesten sind die Frauen. Und noch, also wirklich, ich habe eine Schülerin, die ist jetzt 16 geworden. Das ist überhaupt die härteste von allen, die ich habe im Moment. Also, ja, es ist egal, welchen Background du machst, wenn du Wrestling probieren möchtest, dann ohne Vorurteile Kopf frei machen und probieren und sich selber dann ein Bild machen davon. Liebe Freunde, ich freue mich auf die Challenge natürlich bei Oriental Night. Die Regeln sind eigentlich relativ unkompliziert. 10 Bilder, die natürlich ein bisschen unkenntlich gemacht werden. Das sind Celebrities, das heißt Sportler, Musiker, Schauspieler, was auch immer. Und da sieht man nur hier Augenpartie oder Nase, Mund, ja, so. Und dann müssen wir raten. Jetzt, ihr dürft euch natürlich beraten. Und aber wichtig, ihr dürft aber auch nur einen Namen sagen, so wie ich auch nur einen Namen in den Raum rufen darf. Heißt aber nicht, dass ihr jetzt 8 Namen in den Raum ruft und dann hofft, dass der richtige Name darunter ist. Ja? So, und das Ganze ohne Zeitdruck auf ganz entspannt. Das erste Bild kommt und dann wärmen wir uns mal auf und dann gucken wir mal, wer das sein könnte. Das ist eine Frau. Mariah Carey. Ich habe einen geraten, ich habe keine Ahnung, ich kann auch komplett... Jennifer Lopez? Ja. Mariah Carey. Ah. Gut. Oh, ich wollte eigentlich sagen, die Hüfte ist viel zu schmal, weil sie ist ein bisschen schwieriger geworden. Aber nicht schlecht. Mariah Carey. J-Lo. Nein! Beyoncé Knowles, Mann!
Du sagst, du warst nicht vorbereitet? Zu schnell. Nein, bin ich wirklich nicht, weil. Aber seitdem wir dieses Quiz machen, schaue ich mir Stars nur noch anders an. Ach so. Weißt du? Ja. Wenn ich mal die Stars sehe, schaue ich echt Augenpartien und Nasen an, immer mehr. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Boris Becker. Nee. Dorin Alt. Meinst du? Tatsächlich. Oh, nee. Sorry. Nur in Alt. Entschuldigung. Ich weiß, wer das ist, ich sag's aber nicht. Ah. Jetzt willst du uns locken. Also wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne, eine Sängerin auf jeden Fall. Und ich Celine glaube, My Heart Will Go On. Sag doch. Oder? Sagt Celine Dion, nee. Ja. 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 100% sogar. Siehste? Hey. Ah. Siehste? Hast du wieder gut gemacht. Von brauch ich doch keine Celine Job. Dion, sag ich so. Das weiß ich nicht. Oh. Könnte meine Frau sein. Cher ist es nicht, ne? So, soll ich? Nee, das wisst ihr es? Ich warte sonst. Ja, ich weiß, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Soll ich Hinweis geben? Bruce Willis Ex-Frau. Ja. Bruce. Demi Moore. Ja, ja. Moore. Die hat sich die Rippen rausnehmen lassen, das weiß ich. Ich gucke zu viel Wrestling, ne? Ich muss mehr Filme gucken. Das wird sein. Ja, aber gut. Komm, Dieter Bohlen. Gott, das ist ein Alter. Oh, wo hast du das denn her? Habe ich an den Haaren erkannt. Das ist ja noch real 80s. Fokuhila. Ja, aber sowas. Es kommt wieder übrigens, Fokuhila. Ist wieder kommt, doch. Echt? Ja. Wer soll... Was? Wie heißt denn der nochmal? Ach, Trump? Ja. Nein. Doch, ja, doch, ja, doch. Trump. Ja, Trump. Tja, also da blamieren wir uns ja super. America first. Wer? Ich weiß es. Ich weiß auch, ich sag's nur nicht. Soll ich sagen? Ja, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das ist Drake. Kann es sein? Nicht. Drake? Ja. Kenn ich nicht. Drake. Nee. Wer ist das? Amerikanischer Musiker. Okay. Wenn du die Musik hast bestimmt, ja. Das war nach meiner Zeit. Das ist auch ein altes Bild. Das ist Pumuckl. Nein, das ist ein ganz, ganz, ganz erfolgreicher Sänger. Ed Sheeran. Ah, jetzt aber. Ja? Also kommt gleich wahrscheinlich die Auflösung. Da. Ja. Ed Sheeran. So leichter zu erkennen. Einer der erfolgreichsten Musiker, unglaublich. Ja. Wahnsinn, ja, zu Recht, das ist ja gut. Ja. Mayweather. Oder? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Sieht, könnte sein. Wir hätten eigentlich jetzt viele Punkte. Guck mal. Ja. Ich weiß es gar nicht. Werden wir gleich mitbekommen. Floyd Mayweather. 8-2. Oh, super. Hey. Hey. Super. Dann wir die 8, ja? Ja, so ungefähr, genau. 8-2. Das hatte ich lange nicht, muss ich sagen. Ich habe mich diese Woche gut vorbereitet, so wie ich den fest. Aber es ist eigentlich wegen dem Spiel. Irgendwann sitzt du da nur und guckst wirklich nur nach Mündern und nach Nasen und nach Augen. 8-2. Floyd Mayweather. War eigentlich deine erste Leidenschaft direkt Wrestling oder hast du auch mal andere Sachen ausprobiert? Nein, Boxen war, oder? Nee, direkt Wrestling. Wäre Boxen mal was für dich? Also von der Statur könntest du ja locker mitmachen. Ich trainiere auch Boxen, ja, es ist aber einfach nur, weil es mir Spaß macht und auch für die Kondition halt extrem cool ist. Aber nein, ich wollte, schau mal, mit 6 Jahren wusste ich, ich werde Wrestler und wurde nur ausgelacht. Aber das war mir klar, dass ich das machen will und ja, mit 16 Jahren dann konnte ich es dann umsetzen. Wann war dein erster Profikampf? Mit 16 Jahren. Das war mit 16? Ja, 16 Jahre. Da darf man schon als Profi in den Ring? Ja. Ich habe mit 15. Aber angefangen. Mit Sonderregeln? Ich dachte, keine Ahnung. Ich war der Jüngste in Europa damals. Ja. Okay. Ist das so, als, weiß ich nicht. Gegen wen hast du gekämpft damals? Weißt du das noch? Das war. Der hieß Gary Mountain. Gary? Mountain. Tja, der kannte aber den Bambi-Killer noch nicht. Ja, ich sag es dir, du. So schnell kann das gehen. Hast du gewonnen deinen ersten Kampf? Ich wurde disqualifiziert. Ich war, was hast du denn gemacht? Das weiß ich nicht mehr genau. Also das weiß ich wirklich nicht mehr, aber ich irgendwas, irgendeine illegale Kampfhandlung anscheinend. Ja. Aber die anderen Kämpfe habe ich dann direkt gewonnen danach. Jörg muss auch in den Ring, so viel steht fest. Und zwar gegen Thorsten. Ja,
Weil du hast damit angefangen. Naja, kann passieren. Nur, was das machen wir täglich im Büro, so ist es nicht. Das machen wir jeden Tag eigentlich. Bloß ohne das. Ja? Lieber Thorsten, müssen wir noch irgendwas berücksichtigen für den Mai eigentlich, wenn man am 16. Mai zu euch kommen möchte? Ja, man muss ein Ticket haben, ne? Man sollte sich ein Ticket kaufen. Logisch. Am besten bei Eventteam, da sind alle Vorverkaufsstellen, die in der Umgebung auch sind, mit freigeschaltet. Da kann man alles bekommen. Ich glaube, außer Hamburg gibt es aber auch, ja, noch wir, andere Orte. Wir, ne, haben im Oktober in Hannover, wir haben im, nee, andersrum, wir haben im Juni in Meldorf, wir haben im Juli in Bremen, dann haben wir im Oktober in Hannover. In Hannover haben wir 3 Tage. Und in Hamburg jetzt natürlich, ne? Also, weitere Informationen gibt es natürlich auf der Website. Ja. Da könnt ihr natürlich auch mal drauf gehen, power-of-wrestling.de. Am 16. Mai das Ganze in der Großen Freiheit 36, Einlass 18 Uhr. Los geht's um 19 Uhr. Wie viele Kämpfe sind eigentlich anberaumt an dem Abend? Wie lang ist denn die Fightcard? 7. Es gibt keine zeitliche Vorgaben für Wrestling, oder? Bis Aufgabe, oder? Das kommt natürlich darauf an, was wir für Kämpfe angesetzt haben. Da gibt es auch teilweise zeitliche Hindernisse. Das kann man begrenzen, ne? Das kann man begrenzen. Was war so der längste Kampf eigentlich, den man so kennt? Also mein längster Kampf ging 11,5 Runden. Das war noch, wurden die WM-Kämpfe in Runden ausgetragen. Und das war eine reine Kampfzeit dann so, ja, über 40, 42 Minuten. Ja. Da musst du dir echt eine Kondition antrainieren, ne? Ja, und gut einteilen, die Luft. Ja. Also ich weiß es damals, so als letzter Hinweis, so beim Boxtraining, das ging ja schon damals los, man musste mal die Fäuste mal oben halten. Mhm. Man glaubt, das ist Larifari, ne? Ich sag euch nur eine Sache, haltet mal die Fäuste hoch und wartet mal ab. Mhm. Ich gebe euch maximal 4 Minuten, vielleicht 3, weiß ich nicht. Das ist wirklich so, ne? Und irgendwann, und dann war ich beim Boxtraining damals bei einem guten Freund von mir. Und da waren so 100 Schüler. Und das war nur Aufwärmen, Aufwärmen. Der Erste hat bis 100 gezählt und dann ging das 3 um. Mhm. Und ey, jetzt wollte ich mich alle auf den Arm nehmen. Ich stand ganz hinten und nachdem der Dritte schon gezählt hat, konnte ich nicht mehr. Und dann ging es mit Liegestützen, jeder zählt bis 10. Wenn du da 100 Schüler hast, dann sind das 1000. Und das haben die alle mal locker gemacht. Dann waren die fertig nach 45 Minuten. Ich war fertig mit der Welt. Und dann hieß es so, jetzt gehen wir trainieren. Ich sag, wie bitte? Und dann ist ja, das war nur die Aufwärmphase. Also, das sollte man niemals unterschätzen. Wie oft trainierst du eigentlich so in der Woche? Wenn ich nicht auf Tour bin, 6-mal, teilweise auch 2-mal am Tag. Wenn ich auf Tour bin, ist natürlich etwas schwerer. Ja, dann muss man sich die Hotels oder die Veranstalter buchen, die Hotels so, dass die gute Fitnessstudios haben. Dann kommt es auf die Zeit drauf an, wie viel man unterwegs ist. Aber im Normalfall ist 6-mal die Woche. Das Gute bei euch ist ja, habe ich immer das Gefühl, das kannst du vielleicht als finalen Punkt hinzufügen, ihr Wrestler könnt ja essen, was ihr wollt, oder? Während Boxer ja immer, ist ja so, ne? Ja, also meinst du jetzt die Gewichtsklassen? Ja, ja. Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe es, glaube ich, also zumindest in diesem Punkt ein bisschen einfacher, glaube ich. Ja, doch. Also wenn du jetzt immer Gewicht machen musst, also das heißt, du bist jetzt 2-3 Kilo zu schwer, musst runter. Richtig. Muss dann wirklich aufpassen, da gibt es ja auch viele Kritikpunkte, auch im MMA zum Beispiel, wo die mit Saunaanzug in der Sauna am Laufrad oder so oder auf was auch immer, ja, da die Kilo runterschwitzen müssen, ist auch nicht gesund. Das ist mir dann schon lieber, das zu essen, was mir wirklich schmeckt oder was halt gut ist für einen. Ja. Klar, die körperliche Fitness ist ja da auch wichtig. Und für einen Chris Raber gilt wahrscheinlich Wiener Schnitzel. Auch, kommt auch mal vor, ja. Ich danke euch recht herzlich. Vielen, vielen Dankeschön. Dank. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank an Jörg Vespermann, Chris Raber, alias The Bambi Killer und Thorsten Thiele. Ich freue mich auf euch, liebe Freunde daheim. Seid dabei. Geht gerne auf die Website oder direkt auf Eventteam und besorgt euch die Tickets für den 16. Mai in der Großen Freiheit 36.